So, jetzt müsste ich mal langsam hier wieder ein bisschen in den Hunderttausender-Bereich kommen. Das wäre ganz nett. Ach ja, und in meinem einstündigen Privatgame-Spielstand bin ich auch bei über 600 Fans. Wie gesagt, am Ende vom ersten Jahr. Jetzt sind wir am im Ende vom zweiten Jahr schon fast. Ach du grünes Neunchen. Und haben nicht mal so viel. Also da merkt man halt einfach, wie schlecht ich diesmal so ein bisschen die Feinabstimmung hinkriege. Und dass ich es nicht so richtig schaffe, die Werte zu nehmen, die dann bei den, oder die Einstellungen zu nehmen, die bei den Fans halt hinterher gut ankommen, die hier spieltechnisch gesehen, ach, mein Headset hier nervt ein bisschen, die spieltechnisch gesehen dementsprechend, was uns die besten Bewertungen einbringt. Und das ist so dieses Lernen, was ich ja noch machen muss und was ein bisschen doof ist, dadurch, dass ich es halt noch lernen muss, dass ich es natürlich auf die Weise aber auch ver ordentlich vermassel. So, nehme ich mal. Nee, es ist nicht so toll, ne? Ich könnte ja auch mal hier drauf schauen. Boah. Eigentlich gefällt mir das hier schon fast am ehesten. Ich glaube, ich nehme es so. So gefällt es mir ganz gut. Ja, nehmen wir mal die Verpackung. Für Anstoß. Also wie gesagt, es gibt ein paar richtig coole kreative Ideen hier mit den Verpackungen, mit den Steuern 947. Jahresergebnis. Oh, wir haben diesmal nur 9.000 eingenommen. Kann ich mal meine Bilanz anschauen? Vom letzten Jahr. Ja, die Kosten waren diesmal deutlich höher. Wir haben zwar ein bisschen. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte mir eigentlich meine Bilanz anschauen. Wir haben zwar ein bisschen mehr eingenommen als im Vorjahr, 20.000 mehr, aber wir haben auch deutlich mehr ausgegeben. Wo habe ich denn mehr ausgegeben? Also so richtig viel mehr. Fürs Büro natürlich ein bisschen mehr wegen teurer. Für die Spiele habe ich sogar weniger ausgegeben. Für die Übersetzung. Okay, Übersetzung habe ich natürlich, ne? Story war ein bisschen günstiger. Ah, die ganzen Forschungen haben natürlich ordentlich reingehauen. Meine Werbung hat auch nochmal ordentlich reingehauen. Okay, das hat sich dann natürlich summiert. Aber das kriegen wir hin, dass wir das nochmal verbessert kriegen. Ich bräuchte hier auch mal wirklich so einen Schub in meinen Werten. Ich kann aber nicht wirklich trainieren aktuell. Das ist doof. Das ist doof. So, wir machen Magazinwerbung. Nur die Radiowerbung spare ich mir mal. Sportspiele kosten 22 im Schnitt. Mache ich mal 21. Kein Trend für Simulation, kein Trend für Fußballspiele. Ich sehe gerade aber, es gibt einen Trend für Fantasy und für Roboterspiele. Da sollte ich gleich vielleicht mal ein schönes Roboterspiel machen. Aber wieso kann ich nicht forschen? Jetzt kann ich forschen. Safe Game, Spielstände. So, dann schauen wir mal. So, die Wertung. Oh, willst du mich veräppeln? Ich habe 3 auf AI gestellt. Ich habe 3 auf Grafik gestellt. Und Sounddesign habe ich auch mit 3 bewertet. Das hat alles nicht gereicht. Ey, das ist doch gerade echt ein Murks. Grrr, das ärgert mich tierisch. Game Writing, ja, da habe ich sogar noch runtergedreht. Da ist es sogar noch mit 9 bewertet. Oh, Mann. Inkonsequente AI, ja, toll. Intensives, explosives Gameplay macht jedes Match zu einem Thriller. Brillantes Leveldesign, verbessertes Steuerungssystem macht Plug-and-Play einfach. Eindringliche Story und Texte. Ein paar Grafikfehler verderben den Spielspaß. Inkonsequente AI. Das ärgert, dass ich echt noch so das lernen muss. Ich habe extra die Sachen noch hochgedreht und es war aber nicht hoch genug. Da hätte ich wahrscheinlich Viererwerte für vergeben müssen, weil AI habe ich extra, ich habe es noch gewusst, dass das was Wichtiges ist. Graphics habe ich gewusst, dass das wichtig sein wird, aber es war nicht hoch genug. Das ist natürlich ein bisschen, ein kleines bisschen ärgerlich. Das Spiel wird dann wahrscheinlich. Wie kann ich auch hier rum? Also, ich weiß, dass ich es schon hatte, dass die Sachen hier untereinander waren.
Ah, das wird hier nicht. Das hilft mir nicht. Ich weiß, dass ich schon so mehrere Titel, die, also dass ich mehrere Spiele hatte und dass die untereinander aufgelistet waren. Ich weiß nicht, warum er sie jetzt nicht untereinander listet. Schluss mit Eintönigkeit, biete mehr Inhalt, indem du Safe Games hinzufügst. Alles klar. Und dann machen wir mal einen leichten Trend. Oh, das ist aber ein Trend vom August. Ah, die Trends, die ich kann nicht jeden Trend versuchen mitzunehmen. Adventure-Spiele sind momentan nicht so. Ein Action-Plattformer. Der PC, der gewinnt allmählich an. Ich sehe schon, der gewinnt allmählich an Marktanteil. Dann würde ich mal für den PC was machen wollen. Was habe ich denn jetzt? Ich habe ein Action-Plattform-Spiel. Puh. Ein Plattformer. Warum nehmen wir hierfür nicht das How to be a Cat? Genau. How to be a Cat. Es ist ein Plattformerspiel, wo es darum geht, quasi, man ist eine Katze, man ist ein kleines Katzenkind und man muss sich in dieser großen Welt, großen fremden Welt mit ihren Gefahren und Hindernissen zurechtfinden und ist dann in so einem Plattformerspiel, wo man von links nach rechts halt wandert, über Vorgärten, Wohnungen, Wald und so Geschichten und dass man da halt überall so am Rumspringen ist, Klettern ist. Und versucht den Gegnern halt auszuweichen, andere Tiere und gefährliche Hunde zum Beispiel, die einen verfolgen und so Sachen. Und dann quasi lernt man, dass Katzen da sind oder man lernt, eine Katze zu sein. Man wird halt älter und erwachsener, bis man irgendwann halt eine ausgewachsene Katze ist und auch sein Revier verteidigen muss und sich gegen andere Katzen behaupten muss. So ein bisschen in die Richtung. Also einfach so ein Fun-Plattformer, der nicht eine richtige Story in dem Sinne hat, sondern einfach nur Spaß machen soll. So, Safe Game, 2D, alles klar. Ah, ein Plattformer, der wird ein wichtiges Level-Design haben. Content-Design wird da wichtig sein. Interface und AI würde ich mir, denke ich mir mal, dass das wichtig ist. Scripting wäre auch ganz wichtig, glaube ich. Das Game Writing nehme ich da auch mal runter und stelle es aufs Gameplay noch ein bisschen drauf. Ich würde es jetzt mal so versuchen. Sicherlich habe ich dann wahrscheinlich wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Es sind ganz andere Werte, die viel, viel wichtiger sind. Ach ja. So, die Gewalt. Es ist ein süßes kleines Katzenspiel. Es hat keine Gewalt. Naja gut, das hat ein ganz kleines bisschen vielleicht Gewalt. Und die Story ist. Also, ich muss da ja noch eine Story wählen. Es gibt nicht Tiere, ne? Aliens, Comics, aber. Boah, was nehme ich denn dann? Was nehme ich denn dann? Ich würde dann jetzt mal aus der Not heraus moderne Zeiten nehmen. Und dann machen wir mal eine Zweierwertung und zack. Das ging schnell und easy. So. Also ich bin echt überrascht, weil man steckt viel, viel mehr Zeit, würde ich jetzt sagen, tatsächlich in so einen Durchlauf als in Game Dev Tycoon. Die Zeit verstreicht ja, wie gesagt, auch einfach langsamer. Nach 3 Stunden Spielzeit, also nach 12 Folgen, war ich, glaube ich, schon in den 90ern mindestens bei Game Dev Tycoon. Ich finde es aber so ein bisschen auch entspannter, dass man wirklich mehrere Spiele in einem Jahr rausbringt und später, wenn die Spiele wahrscheinlich größer und umfangreicher werden, hat man es dann wahrscheinlich auch so, dass dann die großen Spiele einfach so lange dauern, dass man nur noch eins pro Jahr rausbringt oder so Geschichten. Könnte ich mir echt vorstellen, dass das so ist. So ein bisschen wie im echten Leben. Oder dass man mehrere Spiele parallel auch produziert. Das Spiel ist vom Markt genommen, 4.494 Einheiten, 71.000 als Gewinn, okay. Und dann gucken wir mal. Jetzt sehen wir auch hier, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Empfindungen. Hier, zum Beispiel in Amerika, bei Necromancy Isn't That Evil, da haben die gesagt, 89% finden die Gewalt perfekt. Hier in Deutschland wiederum war es für 30% einfach schon wieder zu viel Gewalt.
Die vulgäre Sprache war für 88% hier in Ordnung. Hier waren es auch 88%. Hier ist es relativ gleich gehalten. Nur ein bisschen mit dem zu viel unterscheidet sich. Erotische Inhalte fanden 81% perfekt und Amerika 90%. Also man sieht ja auch wirklich, unterschiedliche Länder haben, okay, das kenne ich ja schon, haben unterschiedliche Vorlieben. Und das ist hier so ein bisschen dann auch aufgegriffen und umgesetzt. Macht das Ganze auch nochmal interessanter, dass wirklich die Märkte auch unterschiedlich auf unser Spiel reagieren. Ne? Dass das Spiel nicht überall einfach gleich gut ankommt. Ups, jetzt bin ich richtig volle Kanne gegen mein Mikro gestoßen. Ich habe hier nämlich an meinem Podcast-Teil habe ich meinen Notizzettel mit euren Spielvorschlägen und da bin ich dann, als ich danach greifen wollte, volle Kanne gegen das Mikro gekommen. Es tut mir mega leid. Sollte ich ein bisschen besser aufpassen. Ich glaube, dann könnte ich gleich vielleicht noch die Echtest-Rennsimulation von Salia ab. Wow, das gab ja mal hier einen richtigen Kaufschub für Anstoß. So, habe ich denn eine Katze? Ich glaube nicht. Ich sehe jetzt keine Katze oder so. Das ist ein Monster, keine Katzen. Ich frage mich aber auch, alternativ könnte es natürlich vielleicht sein, dass später man so Grafiker oder sowas einstellen kann, dass dann auch neue Bilder freigespielt werden, quasi. Wäre auch eine coole Sache. Nix Katzisches, quasi. Gut, dann lasse ich es, glaube ich. Dann mache ich es blanko. Dann mache ich einmal so. Da finde ich dann auch so die. Ja, finde ich hier. Wow, warte mal, das ist hier die neue Verpackung. Das sind neue Verpackungen. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Oh, wie cool. Boah, die werden tatsächlich ein bisschen stylischer. So, dann nehme ich mal das hier. Nehme ich mal blaue Schrift. How to be a cat. Oh, kostet auch ein bisschen mehr die Verpackung dann. Aber gut, nehme ich trotzdem, weil ich die sehr, sehr cool finde und mir die sehr gefallen hat gerade. Oh, Vega hat eine neue Plattform angekündigt, den SG-1000. Und da muss ich gleich mal gucken, wo ich. Oh, guckt euch das an! Deshalb gab es den Verkaufsschub, weil es einen starken Trend für Fußballspiele gegeben hat und dadurch hier der Schub gekommen ist. Ah, jetzt sehe ich das gerade. So, beeindruckend, du hast gerade dein 10. Spiel fertiggestellt. Mitgewirkt bei 10 Spielen. Juhu! So, oh, bisschen mehr Punkte tatsächlich jetzt gekriegt als sonst. Hier mache ich mal Magazin und Radiowerbung. Der Preis bleibt bei 21. Keine Trends, aber gut. Ist auch okay so. Und jetzt gucken wir mal, wie die Wertungen aussehen. Ach, kommt schon. Das ist doch echt ein. Das macht. Eher langsam habe ich. Nur eine 32. Oh, es tut mir leid, Salia. Das habe ich ordentlich in den Sand gesetzt. Ärmliche und teils verbuggte Grafik, ja. Großartiges Level-Design führt zu herausfordernden, spannenden Kämpfen. Die Gegner sind clever, Steuerung und Kampf eignen sich einfach. Und Engine sind einfach zu begreifen, eindringliche Story und Texte. Sieht schrecklich aus, verstörende Musik und unpassende Soundeffekte. Die Action wiederholt sich relativ rasch. Naja, gut. Das war ja mal gar nichts. So, das ist meine Info, okay. Ah, hier kann ich einen Publisher-Vertrag. Wie sehen die denn aus? Ah, ich brauche eine gewisse Kritik, muss ich erreichen. Sonst kriege ich halt eine Vertragsstrafe, die, oh, ganz schön teuer ist. Publisher grabs the games, fällig am. Oh, ich muss auch eine Frist einhalten. Das wäre mein Gehalt. Kriege ich keinen festen, keine Gewinnbeteiligung? Guck mal so ein bisschen gerade.
Nee, ne, ich krieg nur gewisse Summen. Oh, hier könnte ich 500.000 abgreifen. Brauch nur eine 62% Kritik für ein Shoot'em'up. Oh, Spiele, wo ich mich halt noch nicht auskenne. Simulation Management. Oh. Racing. Oh, das würde doch hier mit dem Echtest ganz gut passen. Die Frage ist nur, kriege ich eine gute Rennsimulation jetzt auf Anhieb hin? Ich will mal ganz kurz gucken, welche Spiele ich in meiner Historie bis jetzt gemacht habe. Ich habe Simulation. Oh, ich habe ja schon eine Rennsimulation gemacht. Das heißt, ich weiß schon eigentlich, was. Die war auch ganz gut. Alles klar, dann komm. Dann nehmen wir hier den Publisher-Vertrag mit den Racing-Simulationen. Ne, das ist ein anderer Racing-Simulationsvertrag. Das ist der hier. 560.000 für den PC, 4D, für dir. 4D-ROMs. Wenn wir die Strafe kriegen, dann, oh Gott, dann sind wir eher pleite. 71% Kritik. Ich guck nochmal, gibt's hier noch? Oh, jetzt gibt's hier auch RPG. Hm, okay. Da könnte man ja Rollenspiel Mass Effect mäßig irgendwie was gucken. Ah, okay. Ich glaube, der hat schon... Hatte ich doch gerade 330.000 nur. Ich glaube, der hat jetzt schon die wieder neu geschaffelt. Verdammt. 70%, ne? Oh, doch, guck mal, das ist eine andere. Das ist ein bisschen kleinere Strafe. Bisschen mehr. Bisschen auch ganz bisschen weniger. Komm, das wagen wir. Bist du dir sicher? Ja, komm, das wagen wir, Leute. Entweder hau ich unsere Firma in den Bankrott. Die Global Game Rating Association wurde gegründet, um das spürbare Wachstum von Gewalt in Videospielen zu bekämpfen. Ihr Auftrag ist es, die Spielindustrie zu überwachen, ein Bewertungssystem einzuführen und natürlich die Kinder zu schützen. Ah, okay, jetzt gibt's ein Rating-System noch. Das Spiel ist vom Markt genommen. Ich habe doch jetzt einen Publisher-Deal. Muss ich trotzdem das Spiel separat dann starten? 2800 verkaufte Einheiten. Gewinn von 48.000 nur. Ah, gut. So, jetzt können wir mal gucken. Einfach perfekt die Gewalt für 89% in Amerika, 92% in Deutschland, 94% in Frankreich, 81% in Spanien, die wollten sogar noch mehr Gewalt, die alten Schwalbenkünstler, und in Brasilien 88%. Die vulgäre Sprache 90% in Brasilien, 94% in Spanien, 86% in Frankreich, 88% Deutschland und 90%. Ja, wir treffen hier ganz gut. Erotischer Inhalt, 3% wollten mehr erotischer Inhalt. Das sind die Frauen, die wahrscheinlich um die Kerle dann so. Oh, Mama. 94% Amerika, 94% Deutschland, 88% Frankreich, 90% Spanien und 84% Brasilien. Für die einen zu viel, für die anderen schon wieder mehr. Also, ihr könnt euch auch nicht entscheiden, Jungs. So, dann machen wir jetzt unser. Genau, wir haben hier den Publisher-Deal, den ich annehme.